La Staatskapelle, como ya dije, es una orquesta anciana de muchos años. Y cuando yo llegué en el 1991, se sentía inmediatamente que era una orquesta de gran calidad, con necesidad de trabajo. No hay que olvidarse que ellos vivieron, Alemania del Este, muchos años bajo la dictadura dura, muy dura, desde el 33 al 45 bajo los nazis, Hitler, y desde el 47 hasta que cayó el muro en el 89 con Alemania del Este. No tenían ningún contacto con el exterior, no estaban al tanto del mejoramiento, por ejemplo, en los instrumentos. Tocaban todo con instrumentos bastante mediocres, tanto en la cuerda como en los vientos. Hacían música con una gran cultura, pero también con muchas, digamos, faltas técnicas de tocar junto, de afinación, todo eso que viene, ¿verdad? Eso faltaba mucho. Así que fue para mí como encontrar un mueble anciano de la más alta calidad que necesitaba reparaciones. Aquí estaba cortado un poco, aquí faltaba un pedazo de la madera, y aquí había que pintarlo, un poco como eso. Pero fue un trabajo que me hizo una gran satisfacción, porque había y hay una actitud para con la música que es única. En mi experiencia yo no he visto eso, porque la música no es una profesión. La música es algo que se vive para ello. Hay que hacerlo con profesionalismo, eso es otra cosa. Pero ellos entienden esa dimensión de darse a la música y de recibir todo lo que puede llenar el alma de un ser humano. Y por eso me considero muy privilegiado de poder estar a la cabeza de esta orquesta. Johannes Brahms hat die Holzbläserriege, sage ich mal, sowohl die Flöten, Oboen, Klarinetten, als auch Fagott und die Hörner wunderbar weiterentwickelt. Er gilt ja eigentlich als Traditionalist gegen den moderner agierenden Wagner, aber er ist auch wiederum modern in der Form, so wie er die Form gestaltet. Zum Beispiel die Variationsform von Beethoven vorgegeben in seinen Sonaten, Sinfonien, hat Brahms unglaublich weiterentwickelt. Und was die Klarinette speziell betrifft, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, weil natürlich die Oboe meistens die schönen Soli hat, aber sowohl Wagner als auch Brahms der Klarinette doch herrliche Soli zugestanden haben, weil sie natürlich die klanglichen Möglichkeiten dieses Instrumentes, was ja eigentlich das jüngste von den Holzblasinstrumenten ist, doch im 19. Jahrhundert sie unglaublich weiterentwickelt hat, der Instrumentenbau und die Spielweise. Und Brahms im Speziellen ist für uns Klarinettisten natürlich ein Gott. Argentinische Publikum ist spontaner und ist sehr offen, sehr begeisterungsfähig und also gefällt mir unheimlich gut. Sie sind richtig, richtig gut zu begeistern und auch zu fesseln. Es dauert eine Weile, bis es wirklich still wird. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber also ich habe das Gefühl, das Publikum hier ist auch nicht so verwöhnt wie bei uns. Also mir gefällt das eigentlich sehr gut, dieser spontane Zugang, und die Leute sind auch sehr berührt und nehmen es auch als Geschenk mit nach Hause, die Musik, habe ich das Gefühl. Das macht wirklich Freude. Die jubeln, die sind enthusiastisch, die freuen sich wahnsinnig und sind dann aber mit dem Applaus auch relativ schnell fertig. Also das ist für uns ein bisschen ungewohnt, das ist eben volle Pulle da und dann ist auch gut. Aber ja, ist auch schön. Ja, es gibt... Also zum einen ist es natürlich für Herrn Barenboim sicher eine
eine wunderbare Situation in seiner Heimatstadt mit dem Orchester, mit dem er über so lange Zeit arbeitet, zu konzertieren. Das wird sicher, das ist immer eine Besonderheit, glaube ich. Und das ist auch eine besondere Mischung für uns, das hier mit ihm zu tun. Die Konzerte hier im CCK mit Herrn Barenboim sind natürlich für die Staatskapelle ein besonderes Ereignis, weil Herr Barenboim erstmalig auch in diesem Saal in seiner Heimatstadt mit dem Orchester, mit dem er seit so vielen Jahren zusammenarbeitet, konzertieren kann. Das ist ein entscheidender Punkt, glaube ich, der auch für uns natürlich ein Teil dieser Atmosphäre ausmacht, die am Abend auf dem Podium im Konzert dann stattfindet. Die Doppelfunktion zwischen Oper und Konzert befruchtet sich gegenseitig. Das heißt, man spielt insbesondere auch im Konzert nochmal auch als begleitendes Orchester, glaube ich, viel aufmerksamer oder viel, viel flexibler vielleicht auch, als das jetzt ein Konzertorchester, die das wunderbar und ebenfalls exzellent selbstverständlich machen. Aber es bedarf sozusagen nicht sehr vieler Worte, um Dingen zu folgen oder miteinander zu hören, weil man durch die Opernvorstellung, auch die im Repertoire, die ohne viele Proben stattfinden, eine ganz andere Art zu musizieren miteinander hat. Das hat nicht so sehr unbedingt mit der Qualität zu tun. Jedes gute Orchester, Konzertorchester spielt selbstverständlich auch exzellent, sondern eher das Wie. Und das findet man, glaube ich, nicht, also das ist natürlich ein Merkmal der Staatskapelle, aber es gibt noch zwei, drei andere Orchester, die das in der Form auch machen. Und da kann man das auch beobachten, genauso. Für ein Konzertorchester natürlich eine besondere Situation, wenn man auch in der Literatur die Verweise in die Oper hat. Das heißt, wir haben natürlich zum einen natürlich den Brahms, aber wir haben genauso auch aus dieser Zeit, ob das jetzt die Antipoden sind wie Wagner oder eben andere Komponisten, wir haben immer den Verweis in die Oper mit einer komplett anderen Musikrichtung. Und das ist natürlich nochmal, dadurch kann das Verständnis dafür, für die Dinge, die drumherum eigentlich geschehen und die in dieser Zeit ausschlaggebend waren.
Thank you.
Thank you.